Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu diesem kleinen Recap im ersten Rennen der Holy Cow Season 5. Ja, fünfte Staffel ist schon soweit und als Team Vision sind wir wieder ein bisschen größer mit dabei und entsprechend wollte ich da einfach nochmal erzählen, was ist denn mit meinem Team passiert. Aber erstmal, wer ist denn in meinem Team Vision? Ja, seht ihr ein bisschen, welches Fahrzeug, woran erkennt man die Fahrzeuge, denn zum Beispiel der Ferrari ist häufiger dabei und auch für dieses erste Rennen, was sind denn die Ergebnisse im Quali und welche Zeit wird im Quali gefahren? Da sieht man schon, die Zeiten sind sehr nah beisammen. Und entsprechend ja, können wir uns da auf ein spannendes Rennen freuen. Und ihr habt es ja in der Länge schon gesehen, 20 Minuten, also da sind einige Highlights dabei. Aber dann gehen wir zurück wieder in die Startaufstellung. Also es reihen sich auf, da vorne sieht man, die Ampel ist rot. Und gleich geht's dann los, gleich werden die ersten Meter im Rennen gefahren und es wird grün. Genau jetzt. Alle geben Gas, grüne Flagge wird geschwenkt und ja, wir haben Multiclass dabei. Ihr habt es gesehen, ich im KTM GT2, ein paar andere GT2 Autos sind auch dabei. Pluto zum Beispiel, der heute in diesem Rennen nicht dabei ist. Aber entsprechend sind die am Start schnell und wir sehen auch hinten, gibt schon kleinere Unfälle trotzdem, wenn ich da überlege, wie manche Imola-Rennen gestartet sind, ist das dann noch ein sehr sauberer Start. Von dem her kann man ganz zufrieden sein. Ich bin an meinem Teammate Ben vorbeigegangen und ja, den lasse ich gleich wieder vorbei, weil GT3 ist schneller als GT2, auch wenn es von den Namen nicht ganz so eindeutig ist. Ja, die GT2 haben mehr Power, sind ein bisschen leichter, aber deutlich mehr auf den Reifengrip angewiesen, weil sie nicht so, auch wenn die Flügel groß sind, nicht so viel Aerodynamik haben. Entsprechend habe ich da Ben gleich wieder vorbeigelassen, dass der vorne falten kann. Ich mich nach hinten konzentrieren kann, denn da ist ein Maserati GT2 mit im Feld und der will natürlich gern vorbei. Trotzdem, wie ihr seht, erste Runde, Feld ist noch sehr nah beisammen, aber bisher haben sich alle eigentlich ganz sauber halten können. Jetzt geht ein Aquamineral rein und ja, ich weiß, was passiert ihr noch nicht, aber ihr seht es genau jetzt. Da wurde ein Porsche rausgeschubst, ich konnte nicht mehr da bremsen, bin ihm leicht rein, habe natürlich gebremst, der Impact war nicht schlimm. Ein paar Sekunden Schaden waren es halt trotzdem und vor allem der Schwung bergauf hat mir gefehlt. Entsprechend schön mal ein paar Positionen verloren on track. Naja, trotzdem geht's weiter, schlimm ist es nicht. Und das Rennen hat ja gerade erst angefangen. Wir fahren hier eine Stunde. Boxenstopp machen wir in der Mitte und entsprechend ist noch genug Zeit, um da zu fighten. Ja, und das war soweit der Start. Wie gesagt, komme ich am McLaren gleich hier vorbei. An sich ziemlich cool. Gut gegangen. Wenig schlimme Unfälle. Und auf geht's ins Rennen. Und zuallererst bringen wir zu Florian Ziegler. Der fährt im Vertigo, powered by Vision Team. Und der kommt hier aus Aquaminerale. Runde 2, verbremst sich ein klein wenig. Ist hier super langsam, hoppelt über den Curb, ist hier erstmal off-track, muss gleich drei Autos vorbeilassen. Und da muss man sagen, hier noch ein Anfänger, hat brutal ein gutes Qualifying geliefert. Hier verliert er jetzt drei Positionen, ist, denkt man erstmal scheiße, aber vielleicht ist es ein kleiner Glücksfall, denn wir sehen hier vorne ist schon ein Auto draußen. Sieht gleich nochmal was und da, Falk ist langsam. Und auch er macht sehr vernünftig langsam und kommt da gut durch. War es vielleicht doch nochmal ein Glückstreffer, zwei Minuten später, dass er sich da verbremst hat. Schauen wir hinten raus bei Edo, der fährt im Porsche und hat einen Haufen Autos hinter sich. Einer will nicht lange hinten bleiben, verbremst sich da so ein bisschen und erwischt ihn leider richtig eklig am Heck. Das schauen wir uns auch noch von innen an. Im Spiegel sehen wir, ja, der einfach spät gebremst und dann trifft er ihn am Heck und dreht ihn raus, also kriegst du, schiebt ihn raus. Ja, und da verliert man gleich mal ein paar Positionen und hält zurück auf den 17. Platz. Von dem her hat man sich natürlich besser vorgestellt, kommt hier jetzt dort sehr vorsichtig langsam zur Strecke zurück und kommt sicher wenigstens wieder weiter. Gut, auch in gleicher Situation, ein paar Autos weiter hinten, wieder im KTM bei mir mitgefahren. Ich verbremse nicht, ich sehe da vorne passiert was, schacht nicht genau drauf, verbremse mich. Dann rollt er neben mir rückwärts, ich streite ihn auch noch. Ja, ist unschön, aber passiert. Lernt man für die nächste Runde draus, aber verbremst man sich nimmer und dann geht es natürlich hoffentlich besser weiter. Wir gehen ein Stück vor. Wieder Richtung Aquaminerale, wieder eine Runde später oder zwei. Ein kleiner Zeitsprung ist auf jeden Fall drin. Wir sitzen bei Weiben im Auto und verfolgen den Nissan. Auch der Nissan fährt für uns. Kuro sitzt da drinnen. Hier geht's aus Aquaminerale raus. Ferrari mit mehr Power stupst dann. Kuro ist ein bisschen an. Kleiner Streichler. Alles gut gegangen. Kuro verliert dadurch eine Position auch noch gegen BMW.
aber weiter geht's bei Ziegler wieder. Der kommt hier nämlich auch aus Acqua Minerale über die Schikane raus, sieht hinter sich, ist auch wieder ein Teammate. Ben im Honda, wunderschönes Auto. Und da Ziegler ja doch noch recht neu in ACC ist, sagt er, okay, hier bremsen wir ein bisschen früher, riskieren wir nichts, fighten wir nicht so heftig, verlieren wir beide keine Zeit. Sehr vernünftig, was ja die Entscheidungen von ihm. Gehen wir aber gleich wieder zurück zu Kuru, denn wir wissen ja, vorher hat er eine Position verloren und jetzt hängt er hinter dem BMW und wir wissen, BMW auf den Geraden ist ein brutales Monster, von dem hier, ja, da hängt man halt mal ein bisschen dahinter. Naja, würde man meinen, nur wenn man in der Nippon-Rakete aus Japan fährt, aus dem Hause Nissan, dann kann man den Speed natürlich mitgehen und auf der Geraden mit Windschatten geht der Kuru gleich innen rein, dann einen Hauch später bremsen und ist damit schon wieder vorbei. Wunderbare Aktion, von dem er K.O. mit dem Speichler vorne K.O. Probleme gehabt. Bringen wir aber gleich wieder zum nächsten Fahrer, Tommy hier. Ist voll im Feld, KTM, BMW, hinter ihm BMW und drauf noch ein Teamauto. Und hier nimmt das Unglück sozusagen den Lauf. Hier gibt es so ein bisschen einen Ziehharmonika-Effekt. Und ein bisschen off-track. Soweit wäre das noch nicht schlimm, wirklich verloren haben wir dadurch noch nichts. Nur leider, das Unglück gerade ist los, heißt, es eskaliert jetzt nochmal, denn Hannes, der Teammate aus Vertigo, verbremst sich da leider und trifft ein Teamauto im Heck und das ist natürlich immer sehr, sehr traurig, zwei Teamautos hier so im Schotter zu sehen. Dann schauen wir nochmal die Sicht von Hannes an, von der Motorhaube, ja, einfach zu spät gebremst und dann trifft er ihn hier im Heck und dann geht so weit ins Kies und es wird noch schlimmer, auch wenn man es nicht glauben mag. Ja, wie wir sehen, zur Strecke zurück geht es wenigstens ganz in Ordnung. Geben sie auch schon wieder Gas, merken aber weiter, ey, das Auto ist ein Mist. So, das ist, hey, fahren wir lieber in die Box. Bei Weiterfahren interessiert sich nicht, da wird nur noch schlimmer Sachen passieren. Und dann sind wir hier super langsam und dann geben wir wieder Gas und dann sind wir ziemlich schnell für in der Box und dann sind wir wieder richtig langsam und ja, das ist schlecht gelaufen. Denn wir schauen nochmal in die Ego-Perspektive, hier sollte eigentlich der Pitlimiter schon aktiv sein, war es nicht. Hier beschleunigen wir auf über 90 km/h und dann froh, dass wir die 100 nicht erreicht haben, dass wir da wenigstens jetzt eine DSQ, sondern nur eine SG30 am Schluss bekommen. Ja, da ist der Pitlimiter nicht so gescheit reingegangen. Ja, und immerhin ist man in der Box, kann man das Auto jetzt reparieren lassen. Ja, wenn man da aber blöde Teammates hat, dann sehen wir, dass gerade Tommy einfach vorbeifährt, denn da gab es eine Fehlkommunikation. Übrigens, so soll es auch schon, Pitlimiter vor dem Schild an. Ja, Tommy fährt hier in die Box rein und dann kommt der Call von ihm so, ey, ich muss in die Box, muss das Auto reparieren lassen. Dann kommt von uns der Call, da kannst du nicht weiterfahren, weil wir haben hier unser Boxenstopp-Fenster und wenn du jetzt reinfährst, dann zählt der Boxenstopp nicht. Das war einfach ein bisschen unglücklich kommuniziert, denn Tommy hat sich da wohl gedacht, ey, okay, ich kann mein Auto, darf mein Auto jetzt noch nicht reparieren lassen mit dem Boxenfenster und fährt deswegen durch die Boxtour, denkt, er muss jetzt bis zum Boxenfenster mit seinem kaputten Auto irgendwie durchhalten und ist da einfach unnötig einmal durch die Box durchgefahren, ist natürlich super schade und er hat dann jetzt halt auch noch Schaden am Auto, muss da weiterfahren, kommt jetzt aber auf die Strecke und schauen wir mal, wie das ausgeht. Springen wir nochmal vor zum Kuru, der nach dem Stupser, nach dem Überholen vom BMW sich wieder an Weibenrang gearbeitet hat. Und ja, er war ein Stück weiter hinten, hat sich angearbeitet, entsprechend war klar, er ist schneller und da die beiden im Team fahren, auch punktetechnisch ist für Weiben da die intelligenteste Version. Lassen wir mal Kuro vorbeischauen, dass der seine Pace ausfährt und ja, sehr vernünftig, sehr gut fürs Team, sehr gut mitgemacht, dachte von den beiden. Ja, springen wir zu Tommy, ich habe doch gerade angekündigt, da fehlt noch was schief. Ja, oh, Schaden war noch am Auto. Mit einem gesunden Auto hätte ihn dann nicht rausgedreht. So nochmal gerutscht in die Wand rein. Dann beim Gas geben hat das, die Traktionskontrolle nicht richtig gegriffen. Das Auto nochmal komplett um 180 Grad gedreht. Und um da wieder loszukommen, das dauert einfach, wenn dann Autos kommen. Ja, und nicht nur Tommy dreht. Leider geht's weiter mit Ziegler, der hier hinter einem GT2 AMG bergauf hinterher fahren muss. Ja, bergauf macht es überhaupt nichts, hat AMG viel zu viel Power. Aber hier in der Kurve ist man normalerweise schneller, nur nicht, wenn man dann den Curb mitnimmt. Und auch hier Ferrari mit dem Motor hinten, hat einfach so viel Gewicht hinten, ist so viel Energie hinten und dann, wenn man sich mal dreht, dann rutscht das Auto nur. Und auch hier ein Schlag in der Wand, zum Glück kein schlimmer Schaden. Trotzdem dauert es noch ein bisschen, bis man loskommt und auch hier Probleme mit der Traktionskontrolle, dreht das Auto sich nochmal ein und dann macht man nochmal eine Ehrenrunde.
Schauen wir mal wieder was Positiveres an. Ido hat hier Sprung nach vorne, seitlich Sprung nach vorne von den Positionen für Ido. Aber leider waren das nicht die einzigen zwei Sprünge. Auch über den Körper springt dieses Auto wunderbar. Da hat er Glück, dass er dann Lambo nicht abräumt. Aber Glück geht gut weiter, hat nicht viel verloren. Kann er weiterkämpfen. Springen wir wieder zum KTM, zum GT2. Wir wissen, GT2, viel Power, wenig Gewicht. Das macht natürlich auf dem Kran besonders Spaß. Ihr seht, ich verfolge hier eine McLaren. Und ich bin noch ein gutes Stückchen. Aber, und jetzt schauen wir mal auf den Tacho, dieses gute Stück, das wird ganz schön schnell kleiner. Und dann dazu noch der Windschatten, der geht natürlich richtig nach vorne, sechster Gang. Und dann versucht man sich mal außen zu zeigen und dann sieht man, oh, es wird knapp schon Platz. Aber bevor man da reinfährt, dem anderen das Auto berührt, geht man ein bisschen über das Gras und da das Auto unruhig war, früher gebremst, konnte mit Leber wieder vorbeigehen. Muss ich mich nochmal hinten anstellen. Okay, aber wieder zu unserem Top. Duell, unserem zwei ersten beiden Guru hintereinander. Guru geht ja ein bisschen weit und wenn man so hintereinander fährt, dann verliert man einfach ein bisschen Zeit. Haben die beiden gemerkt, haben gesagt, okay, wir machen jetzt eine intelligente Strategie. Der eine geht früh in die Box, der andere geht spät in die Box. So haben beide ein freies Feld, können voll ihrer Pace ausfahren. Und dann sieht man auch, wer schneller ist, wer am Schluss weiter vorne fahren sollen. Und ja, Guru mit dem Undercut ist, kommt natürlich so ein bisschen im Verkehr raus. Unter anderem hier der GT4 Alpine. Also nicht bei Alpine, sondern Alpine im GT4 in McLaren. Und ja, da kommt Guru gut vorbei, aber vor ihm fährt ein BMW. Und ja, wir sind gerade auf dem BMW drauf, schauen da vorne die Motorhaube an. Der hat Schaden. Nur hinten sieht man das nicht. Entsprechend wird Guru hier voll überrascht, dass der BMW so früh bremst. Dass der bremst er selber nicht mehr. Kann auch innen nicht genug Platz zum einen vorbeifahren und dann trifft er ihn im Heck. Zum Glück hat das dem BMW nicht so schlimm geschadet. Auch Guru fährt hier gut weiter. Nur der GT4 ist wieder dran. Und allgemein ist jetzt ein riesiges Feld. Und dann gibt es hier nochmal beim Einlenken Unstimmigkeit, ein leichter Kontakt. Muss der BMW hier durchs Schotter auf Guru. Ja, der Undercut kostet natürlich die Zeit, ist nicht so cool, aber der BMW kommt gut zur Strecke zurück. Weiter geht's dann mit dem Honda. Haben wir ja noch nicht so viel gesehen hier heute. Kommt hier gerade aus der Box raus. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, denn Ben fährt ein sehr sauberes Rennen, hat nicht so viele aufregende Aktionen und kommt hier eben deswegen gut aus der Box raus. Hier sehen wir aber aus der Box raus, da wird es jetzt mal schön actionreich finden. Zum ersten Mal so richtig, denn es kommen super, super, super viele Autos und unter anderem auch sein Teammate Edo im Porsche kommt da direkt dran. Und ja, Ben dann mit noch kalten Reifen, weiß, will er ihn jetzt nicht unbedingt krass aufhalten, dann muss man erst warm fahren, bevor man da richtig wieder Seiten jagen kann. Entsprechend lässt er seinen Teamkollegen vorbei und auch der Lambo von Falk kommt damit durch. Und nach ein bisschen Vorteil geht es für ihn wieder in eine entspannte zweite Hälfte auch, so viel schon mal gespoilert. Ja, weiter wieder Ido, der Porsche. Wir haben gesehen, der McLaren war nah dran, auch war davor. Eine Runde später geht es dann schon auf der Geraden im Windschatten nun richtig voran für den Porsche. Er bremst das spät, aber zu spät. Man hat die Kurve zu steil und schafft es dann nicht auf der Strecke zu halten. Und dann hat er hier Glück, ein McLaren, der sich dreht, den gerade nicht erwischt. Hier auf der Außenbahn schafft das irgendwie so früh ins Gas zu gehen, da kommt auch ein Fall wieder vorbei und also da ist auch viel Glück dabei gewesen. Trotzdem nicht so sauber da auf der Bremse. Muss ein bisschen aufpassen in Zukunft. Weiter geht's dann mit Ziegler, der hier einen AMG verfolgt. Und ja, AMG schön prominent, ist nur der GT3 entsprechend auf den Geraden nicht so übertrieben viel stärker. Hier durch die Kurven ist er eine sehr schöne Linie genommen, der AMG kleiner Quersteher und dann ist er so innen. Und kann sich das richtig schön entspannt Position krallen. Vor ihm ist jetzt der Alpine, der GT4, da muss er natürlich auch vorbei, es geht bergauf. Zum Glück hat er nicht den GT2 AMG hinten, sonst wäre der definitiv wieder vorbei. Denn ja, auch der GT3 AMG hat ordentlich Power, aber halt doch ein gutes Stück weniger als der von GT2. Und entsprechend kann er sich die Position halten, hier in Ackerminerale ist er dann schon neben dem GT4. Aber da muss man mal wieder sagen, ein Intelligenz hat der Typ. Macht er nichts Unvernünftiges, wartet bis zur Geraden, ist dann der AMG halt wieder dran und wieder, auch hier geht es ein Stück bergauf, an der AMG seine Power spielen, jetzt schauen wir gleich mal hinten raus aus dem Auto, denn der AMG bremst ein Stück später, aber zu spät und dann greift er hier rein, verbremst sich voll, wie wir hier auch am Nebel sehen, ist er innen drüber gegangen, aber fair wie er ist, lässt er ihn wieder vorbei, Edo, nein, Florian, sorry, und entsprechend geht das gut. Ja, ein Fahrzeug, von dem wir jetzt auch hier noch gar nicht so viel gesehen haben, bleiben sind wir gerade drinnen, da steht doch was und da sieht man, wie lang BMW ist, denn der stand hier auf der Strecke. Zum Glück ist er da gut vorbeigekommen ohne Schaden. Ja,
Wir springen ein paar Sekunden vor zu Luca ins Auto und da sehen wir, wie es entsteht. Und Luca hat dann hier gegen einen richtig heftigen Einschlag in den BMW, richtig heftiger Einschlag in die Wand. Und da ist dann übler Schaden. Und man sieht, die Motorhaube ist offen. Man sieht auch hier, fährt er so ein bisschen Schlangenlinien. Die Lenkung komplett im Eimer, dann ist er auch gleich in die Box. Und so schnell geht von P4 wieder hinter. Ja, und wieder Aquaminerale. Diesmal wieder KTM und hinter mir ist Peter, der das Rennen aktuell anführt. Und ja, auf der Geraden ist die beste Position zum Vorbeigehen. Peter will es früher machen, drückt sich da rein, gibt es ein paar Kontakte, also nicht ganz sauber. Und auf der Geraden denke ich mir, okay, jetzt fahre ich zur Seite, lass ihn vorbei. Ja, Peter irgendwie hat er dann nochmal einen Kontakt, ist passiert und Peter dreht sich leider voll weg. Ja, manchmal hat man halt Pech, manchmal läuft es nicht ganz so, wie man will. Anders wäre es natürlich schöner gewesen. Ja, wie ein guter Zweikampf geht, sehen wir dann wieder bei Edo. Denn der BMW und der Bentley sind Positionskämpfe. Und man sieht auch, wie nah die beisammen sind. Und für so ein kleiner Spoiler, das wird jetzt ein geiler Kampf, der auch über mehrere Runden geht. Und erster Angriff hier mal von Edo in die Kurve rein. Aber zeigt sich innen, hat von vorher gelernt, dass man nicht zu spät bremsen kann. Nimmt hier aber mehr Speed durch die Kurve mit und kann dann eben hier nach der Schikane am Bentley vorbeigehen. Also wunderbar schön gefahren und hält sich da vom Bentley. Hier ein bisschen durch den Schotter gekommen und entsprechend ein bisschen langsamer versucht, der Bentley nochmal außenrum. Ja, aber außenrum hat man keine große Chance. Das ist ein Positionsgewinn für Edo. Ja, und jetzt geht es bald nach Aquaminerale, wer die Strecke kennt. Genau das ist die Situation nach Aquaminerale. Nur, man muss halt sagen, das ist noch eine Runde später. Also sie haben eine Runde so nah die Position beieinander gehalten. Ja, dann gibt es einen leichten Kontakt und der Bentley freut sich und ist wieder vorne. Also ein fantastischer Fight von den dreien. Und wir machen jetzt nochmal einen kleinen Sprung. Dann Edo versucht sie nochmal außen rum, aber genau wie vorher, der Bentley nicht außen vorbei konnte, kann auch Edo hier nicht außen vorbei. Und jetzt wieder machen wir nicht nur einen kleinen Sprung auf der Strecke, sondern eine komplette Runde, wo die hintereinander herfahren, bevor die nächste Aktion passiert. Und da geht es dann bergauf, wieder über einen schnellen Linksknick über den Berg in Richtung Aquaminerale. BMW hat es inzwischen wieder vorbei geschafft, also wie gesagt, über eine Runde sind die beisammen geblieben, haben gefightet und Positionen getauscht, also super geil. Geht es jetzt in Aquaminerale rein und alle bremsen schön an, nur leider BMW am Gas ist manchmal ein bisschen bitchy und normalerweise kann man ihn fangen, aber hier hat er einen kleinen Fehler und dann wird aus dem Dreikampf nur noch ein Zweikampf. Weiter geht's dann wieder bei Kuru, bei unserer Nippon-Rakete. Benz vor ihm verbremst sich. Und vielleicht war das ein richtiges Glück für Kuru, denn der sieht, dass da der Audi gedreht ist und kommt da gut vorbei. Also für ihn auch jetzt in die letzten 10 Minuten guter Einstand. Und auch für mich geht's hier Richtung Alpine im GT4 mit anderen. Und innen reinstechen könnte ich natürlich, ist aber nicht sicher, machen wir nicht. Halten wir uns außen und hinter uns kommt Luke heran. Dann lassen wir da gleich mit vorbei, dann geht der Teil ist schneller. Und bergauf geht jetzt meine Leistung und schieben einfach an dem McLaren vorbei. Ja, nochmal ein kleiner Sprung vorwärts. Eine komplette Runde überspringen wir. Und kommen hier gerade aus der Kampf Minerale raus. Da sieht man, was für ein Abstand Luke da nur eine Runde aufgebaut hat. Leider hilft ihm der Abstand nichts, wenn er hier einen Curve erwischt und Arm in die Wand reinschlägt. Ja, da komme ich wieder an Luca vorbei und trotzdem nicht allzu viel verloren. Ende vom Rennen sind die Abstände ein bisschen größer und dann eine halbe Runde später, nach der langen Geraden, geht sie auf diese zweite Gerade nach der ersten Schikane. Und hier sieht man, wie ich Peter hier vorbeilassen will, auf der Geraden lupfen, weil da ist es einfach sicher, so macht man das und da funktioniert das dann auch. Und so geht es eben in die letzten paar Minuten. Für Edo immer noch im Fight mit dem Bentley. Absolut krank, was der da geleitet hat. Die haben auch auf den Ästen aufgeholt. Also wieder ein Dreikampf raus geworden. Jetzt sind sie schon in der letzten Runde und Edo versucht dann spät zu bremsen. Bremst wieder zu spät. Das zweite Mal mit dem Rennen. Man hat ja auch gesehen, leichter Kontakt mit dem Bentley. Ist ein bisschen unglücklich gelaufen und jetzt springen wir in die vorletzte Kurve. Mir wird er langsam und rollt innen und ist so nicht, sicher nicht der Sprit ausgegangen. Nein, er hat mir den Bentley wieder vorbeigelassen. Und jetzt habt ihr vielleicht gerade auf den Rückspiegel geachtet, wenn nicht.
werden wir gleich sehen, nochmal sehen, was da passiert ist. Denn direkt dahinter ist schon Ben im Honda und eben auch ein McLaren und auch Falk ist da hinten. Falk, super schneller Fahrer, versucht dann nochmal auf die letzten Kurven in Position zu gewinnen. Will natürlich dann in die Innenkurve haben. Leider geht es nicht ganz gut. Es gibt einen Kontakt auf dem Schotter, kann man nicht bremsen. Und Ben richtig Glück, dass Falk ihn da nicht abwandt, dass er vor ihm über die Strecke rutscht. Und so geht der über Startziel. Und springen wir nochmal zu mir, denn ich bin die wichtigste Person auf dieser Welt und entsprechend schauen wir bei mir die Zieleinfahrt an. Hinter mir Luke, ihr habt ja vorher gesehen, wie er sich gedreht hat, wie er hinter mir war. Ja, nah beisammen, ich mach nochmal langsam, damit wir mit Luke gemeinsam über das Ziel fahren können. Ja, es war ein schönes erstes Rennen. Finde ich richtig cool, dass wir da als Team antreten konnten. Hatte ich richtig Spaß schon dabei, die Autos auf der Strecke zu sehen, die schönen Liveries. Gut, im GT2 hat es mir nicht so ganz gefallen, aber unter anderem wegen diesem Verhältnis zu den GT3 ist die eigentlich schneller sind, die man eigentlich vorbeilassen will, aber dann auf den Geraden ist es schwer, weil du eigentlich selber schneller bist und richtig Zeit verlierst, wenn du da viel lupfst. Und in den Kurven brauchst du aber auch die Strecke, weil du nicht die Aero hast, um da jemanden gut vorbeizulassen. Ist ein bisschen unglücklich im Multiklassen zwischen den beiden Klassen, aber mal schauen, was da die Zukunft bringt. Und bevor wir uns jetzt komplett das Video beenden, gehen wir nochmal auf die Platzierungen ein. Unser Top-Team, Weiben und Kuru, Vision Racing 1, richtig, richtig gutes Ergebnis. Vierter und Fünfter. Danach nur das Podium verpasst, trotzdem, wenn beide Fahrer so gut abliefern, dann reicht natürlich, dass man von den Punkten richtig vorne mitspielen kann. Also richtig, richtig stark im vierten und fünften Platz. Und auch unser Vision Racing 2 haben es beide in die Top 10 geschafft. Edo im Porsche hat den Bentley wieder vorbeigelassen, also entsprechend aktuell auf 9. Position. Ben direkt dahinter mit dem Honda, ja, nicht so starkes Qualifying gefahren, dafür ein super starkes Rennen, sich aus allem rausgehalten und das macht dann natürlich auch Positionen, ist als 10. übers Ziel. Tommy ist als 29. in der Gesamtwertung und 25. in der eigenen Klasse gefahren, ja, hatte ja Probleme am Anfang, hat dann aber durchgezogen, also stark, Respekt an ihn da. Luca selbst, 23. Gesamt, 19. in der Klasse. Flo ist als 24. übers Ziel gefahren. Auch da leider ein paar Probleme zwischendrin gehabt, ein paar Einschläge, ein bisschen Schaden. Pace und Rennintelligenz auf jeden Fall vorhanden und er ist noch ziemlich neu, also da denke ich, dass es für ihn noch deutlich aufwärts geht. Ich predikte, dass er in den nächsten Rennen auch mal um die Top 10 mitfahren kann. Gar keine Frage. Hannes Wolters ist als 31. Gesamt und als 27. in der Klasse übers Ziel gefahren. Ich glaube, das müsste der letzte Platz sein, war aber auch ein bisschen unglücklich mit Schaden und durch die Box fahren und SG30 und ja, auch hier Respekt, dass man da durchzieht, Respekt, dass man da weiterfährt. Und ich als allerletzter bin als 21. ins Ziel gefahren, also das gleiche Position, wie ich mich auch qualifiziert hatte. Nur leider war ich anders als im Quali damit nicht Erster in der Klasse, sondern Dritter. Und der Fünfte von den GT2 hat abgestellt. Ja, trotzdem ist am Ende durchgezogen, eine Person sozusagen besiegt von den Punkten her. War es ein vernünftiges Rennen und ja, ich hatte jetzt gerade vor allem beim Zusammenschneiden von diesem Highlight richtig viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Falls ja, lasst doch gerne ein Like, ein Abo da, verpasst ihr das nächste Mal nicht. Und vielleicht ist ja nächstes Mal auch wieder das Bad Boy dabei, denn der macht super geile Videos, super geile Highlights und ich habe wieder gemerkt, das ist eine richtige Arbeit, die zu schneiden. Ich sitze jetzt seit ungefähr 6 Stunden an dem ganzen Schmarrn. Von dem her, wie gesagt, ich mache das gern, weil wenn ein gutes Produkt dabei rauskommt, finde ich super und mir hat Spaß gemacht, das zu schneiden. Mir hat Spaß gemacht, das jetzt zu kommentieren. Von dem her, vielen Dank fürs dabei sein und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.